Jo Leute, herzlich willkommen zur 11. Folge Minecraft The Craft 2 mit Simson Girl. Jo, Ja, heute bauen wir mal eine Farm. hi. Genau. Jo. Halt, dass man mal essen kann, ohne Tiere zu töten. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo, da würde mich sehr freuen. Und was wolltest du sagen? Schlafen darunter. Ja. Wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, holt's nach. Da habe ich den Basketballplatz, der hier gut zu sehen ist, fertiggestellt. Und ja, und nee, vorletzte Folge war das. Letzte Folge habe ich ein Schafgehege gebaut, wo der Kollege hier auch dann später noch reinkommt. Den schaffe ich mal gleich hinter, schon mal in meine Nähe bringen. Dann kommt er mit ins Gehege. Genau. So. Und hast schon eine Idee, wie du die Farm baust? Ja, aber es wird eine sehr, 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 sehr aufwendige Farm. Irgend so ein automatisches Ding oder was? Nee. Es soll Boden rein und so. Es kommt ja auch an die kleine Insel alles dort drauf. Ach so. Na dann. Ja. Heißt viel Arbeit. Ich werde mal schauen, ob ich mich auf der anderen Seite vom Fluss mal umguck, weil ich bräuchte, also ich weiß nicht, ob ich jetzt hier die Farm mit hinbaue, weil ich eben auch den Platz auf der Insel brauche. So, zapp, zerapp. Und Und du schon haben bist wir ein wieder ein Pack. kleines Schaf. Oh, wie süß. So, hier war ein Axolotl vor uns drin, so ein neues Tierchen. Wer In Axolotl nicht Minecraft? kennt, das ist ein Amphibientier, was im Gewässer lebt. Ist aber despawned, finde ich schade, weil sonst hätte ich es euch gezeigt. Kann man nämlich auch zähmen. Ja, so halt dann nicht, aber was soll's. Guti, soweit, so gut. Hätten wir erstmal das. Schafe geschert habe ich auch fleißig. Ihr wisst ja hier, das dann in weiße Wolle ersetzen. Ich kann euch ja mal zeigen, wie es dann aussieht anhand von drei Blöcken. Sieht dann halt so hier aus. Sieht halt schon besser aus. Passt viel besser zu dem Clean Stone. Gut. So, was man natürlich braucht für die Farm. Samen. Rote Beete sammeln und wo sind Kartoffeln? Dort. Karotten habe ich schon. So. Natürlich lässt sich die Erde nicht mit einem Schwert umgraben, also braucht man eine Hacke. Ich persönlich würde das eher Harken nennen, aber das ist eine Axt und das ist eine Hacke, also genau. Kommt wahrscheinlich Ich auch hab drauf an, aus welchem Bundesland man kommt. Was ist? na, das kann man auch mit der Schaufel gut machen. Mit der Schaufel kann man doch nicht umgraben. Da kann man Wege Ach machen. so, ach so, ach so, das meinst du, ach so. Ich hätte gedacht, du meinst das Zeug wegmachen. Wege irgendwann, aber nicht jetzt. Denn ich will natürlich auch alles gut verbinden. Ich auch. So. Brauchst du einen Schmelzofen? Ich habe in einer Folge einen mitgenommen aus dem Dorf. Eigentlich nicht, aber danke, dass du fragst. Weil ich brauchte Netze für mein. Warum liegt da Zombiefleisch bei dem Hund? Hä, wo bist denn du? Bei deinem Hundehütte, da liegt Ja, Zombiefleisch. weil ich nicht an meinen Hund rankam. Nochmal so, der kann das da nicht essen, aber okay. Ja, das weiß ich. Naja, anscheinend nicht. Und was machst du jetzt bei mir? Ja, ich gehe auf die andere Seite
Und da baue ich ein Beet. Ja. Alles klar. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade aufgehört habe zu reden. Ich bin ja schon auf der anderen Seite. Seh dich hier. Ah, da baut einer. Oh, lol. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen wollte. Oh, habe ich dich wieder unterbrochen? Keine Ahnung. So. Ah. Die Natur lasse ich hier, bis auf die Birke, die muss weg, aber hinten der Wald bleibt. So. Natürlich bebauen wir die ganze Insel. Wird am Ende wahrscheinlich sehr schön aussehen. Unser Händler ist angekommen. Ja, mich nerven die eigentlich nur. Ah. Villager damals, wo es noch keine Smaragde gab, konnte man mit denen eigentlich relativ gut handeln. Man musste auch schon viel Zeug abdrücken dafür, aber ja, man konnte eigentlich ganz gut. Oh nee. Das ist jetzt nicht wahr. Och, da ist ein Schaf. Na, hier, wo ich ein Beet hinmachen will, ist eine kleine Höhle. Oh. Ach, was soll's. Baue ich die Birke mal ab. So. Eiskalt. Das ist der einzige Baum, den ich jetzt für die Beete fälle. Weil ich mag den Wald. Ich will auch meistens den Wald in Minecraft unberührt, so unberührt lassen, wie es geht. So, noch eins. Oder. Ach, komm, noch eins. So. Immer noch eins. Naja, ich überlege, ob ich ein Beet baue oder zwei. Weil. Also, ich mache ja immer ein Beet mit links und rechts zwei Spuren, sag ich mal. Weißt du, wie ich meine? Ja, so etwa. Und davon dann halt jeweils zwei. Ja gut, hier ist jetzt halt doof, weil ich hier abgebaut habe. Aber so, dort, da. So. Perfekt. Ja, die ganze Erde. Falls du Erde brauchst, komm her. Hier ist ganz viel. Okay, danke schön. So, natürlich sind es jetzt die simpelsten Beete, die es gibt. Aber hier jetzt irgendwie sonderlich viel Mühe zu geben für irgendwas, was abseits steht. Ah, es muss halt nicht sein, finde ich. Gut, das lasse ich jetzt so. Dann helfe ich hier noch ein wenig nach. So. Ich dachte, du hast viel Erde in deiner Kiste mal gehabt. Ich habe auch viel Erde, deswegen biete ich es eher an, die abzuholen. Dann schnubbel ich dann in deine Kiste vorbei. Nein, nicht in meiner Kiste, hier, bei den Beeten. Ja. So. Während das hier noch ein wenig wächst und so weiter, kann ich mir schon mal Gedanken über eine Brücke machen. So. Das hier mache ich mal so zu. Ja. Zack, hier auch. Gut, es wird eine kleine Brücke. Aber das heißt ja nicht, dass man sich deswegen Genau. Heißt ja nicht, dass man sich deswegen auch keine Mühe geben muss. Weißt du was? Ich leg dir mal zwei Stacks Erde in deine Kiste. Okay, danke.
Warum baust du die Kisten so richtig ungünstig überhaupt? Ja, Scheiße. ich? Ja. Warum? Die stehen so richtig dämlich. Das ist nicht bös gemeint, aber ungünstiger kann man keine Kisten platzieren. Ja, ich bin noch Anfänger. So, Tür mache ich erstmal nicht zu. Ich habe nämlich gerade Zeitdruck. Warum Zeitdruck? Na, ich will noch eine schnelle Brücke bauen. So. Wie du so magst mit den Lagerfeuern. Was braucht man da dafür? Da, Lagerfeuer. Oh, Kohle. Eieiei, das tut weh. Kohlestöcke. Und drei Baumstämme pro Lagerfeuer. Habe ich irgendwo noch Baumstämme? Nee. Gut, dann würde ich sagen, baue ich mir eine Axt und dann hole ich ein paar Baumstämme. Jo, Leute, ich war hier gerade am Rumgehen in der Nähe von den Beeten und um in den Tümpeln mal zu schauen, ob vielleicht ein Axolotl da ist. Es war kein Axolotl da, aber ein leuchtender Tintenfisch. Schaut euch mal an, wie cool der aussieht. Hier so mitten im Wald in so einem kleinen Teich. Richtig cool. Und ja, das war eigentlich schon das, was ich euch zeigen wollte. So Leute, ich habe jetzt ganz viele Baumstämme geholt. Leider habe ich nicht so viel Kohle. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Hier, 8. Lagerfeuer, so. Wie löscht man die? Was, Mit als ob was? jedes Lagerfeuer einen Slot braucht? Was ist denn das für ein Mist? Na, wie löscht man die Lagerfeuer? Schaufel und Rechtsklick. Na, Also L. Schaufel. Ja, ich weiß Aha. schon. Also. Lass mal so. Na, mit einer Schaufel. Jetzt muss ich mir extra eine Schaufel bauen. Oder mit dem Wassereimer, aber der Wasserhahn ist so blöd. Naja, mal schauen. Ich habe jetzt mir eine Schaufel gebaut, glaube ich. Wenn er dann ist, seid egal. Glaubst du? Ja, ich glaub's. Okay. Ach, wieder Hunger. Ich habe schon Nochmal. mein Proteinbrot gegessen. Proteinbrot. Du bist auch so ein Proteinbrot. Ja. Nein, ich habe mir keine Schaufel gemacht. So. Hammer gleich. So. Du meinst Linksklick. Weil Rechtsklick geht nicht. Ja, oder irgendwie so L2, R2, da achte ich nicht L2. immer. Okay, gut. Muss man da einen Block drunter setzen? Mit was? Beim Wasser. Keine Ahnung. Na, beim Lagerfeuer an. Ja, Da muss man da einen Block muss man. drunter setzen. Glaub schon, ja. Ja, Ah, ja, ja. was ist Ja. denn das? Das ist ja Kacke. Oh Mann, was hau ich denn jetzt weg? Ach, die 5 Dioritmauern. Na toll. Und was setzen wir da am besten drunter? Gerüste oder wie? Oder Erde. Erde, das sieht doch doof aus. Die Brücke soll schön aussehen. Ja, du kannst doch die Erde dann wieder abbauen. Und dann halten die Lagerfeuer oder wie? Ja, Hä? die halten. Uff. Na dann, sag's doch Also pass gleich. mal auf, die halten schon.
Du, wenn du zum Beispiel übers Wasser gehen willst oder so, dass du dich nicht verbaust, so mache ich immer, setze ich mir vorher auf solche Erde dort, Ja, ich dann mach's tue ich schon. die Lagerfeuer drauf und dann mache ich die Erde weg. Zack, fertig. Gut, mehr wollte ich ja nicht wissen. Achso, okay. So. Was? Oh, wo kommt denn der Plünderer her? Nee, Pillager, wie du sie nennst. Nein, mal ehrlich, wo Was? kommt denn der her? Hä? Wo ein Na, Pillager? Wo hier im bist du? Fluss. Was? Ja, ich habe ihn jetzt gekillt. Oh, Scheiße, Trunkene. Oh Gott, der hat einen Dreizack. Geh raus, der hat einen Dreizack. Oder kill ihn halt, wie du willst. Pass auf. Ja. Naja, vielleicht war er von seiner Herde oder keine Ahnung, Na, von das seinen ist Leuten jetzt ein wenig ausgestoßen. beunruhigend. Ich meine, wir haben ja gar nicht eigentlich unerkundetes Gebiet in der Gegend. Moment mal. Ja, da könnte nur von links den kleinen weißen Fleck kommen, weil wo wir noch nicht waren. Ach, süß sieht's aus. Ja, okay. Ich bin richtig stolz auf dich, mein Lieber. So. Es ist halt nur nervig, dass man richtig viel investieren muss. Ja, warum noch? Ich habe drei Lagerfeuer hingekriegt. Und das ist nicht mal die Hälfte, also boah. Rest Da in denk. Peace, meine Kohle. Oh, Das tut stell dir weh. Ich habe nicht so viel. Ich muss mal farmen. Wir müssen allgemein mal farmen. 1, 2, 3, mal. Hey, wir 4, haben doch eine 5, Schlucht in der 6, Nähe. Da 7, könnten wir doch 8, mal hin. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Herr Jedewitzka, 17 noch. Das ist mehr Kohle, als ich momentan im Besitz habe. Ja. So, bevor ich es jetzt mal. Bevor ich es immer wieder vergesse. Erstmal das machen, warum man eigentlich eine Folge angefangen hat. Beet. So, hier Kartoffeln. Ach, einfach hier Möhren. So, jetzt habe ich zwar vorübergehend erstmal nichts zu essen, aber was soll's. Was denn? Na, ich mache nichts und es geht immer wieder rüber. Aber wenn ich alleine spiele, ist es nie so. Es laggt halt. Wir spielen ja online. So, mehr Ja. geht's. Mehr gibt's nicht momentan. Ja. Soweit, so gut, würde ich erstmal sagen, war's das mit der Folge. Was liegt denn da drüben? Da liegt Schon irgendwas. war so gut, ich war's Oi. für der Folge. Na, 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 na. Mir ist irgendwas auf dem Wasser aufgefallen. Warum liegt da ein Setzling im Wasser? Wo? Ach, Hier den bei habe ich da dir. platziert. Den hast du da reingeworfen. Zur Strafe Ja. platziere ich den hier auf dein Grundstück. Oh, mach das, wenn es dich glücklicher macht. Aha, macht's auch. Guck mal meine Brücke dir an. Ja, ich hab's schon gesehen. Ja, aber Ah. wie dem auch sei. Jetzt kommen wir wirklich mal zum Ende. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, würde mich freuen. Falls ihr was verpasst habt, in der Videobeschreibung ist ein Link zur Playlist. Und willst du noch was sagen? Ja, es würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ja, von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.